Nun ist er dran. Nun kriege ich ihn zu fassen. Wie heißt der zweithöchste Berg der Erde? Seht ihr? Das weiß er nicht. Das weiß er nicht. Mount Godwin, auch K2 genannt, Karakorum-Massiv, Pakistan, China, 8611 Meter, Erstbesteigung 1954. Hey, ich habe die Antwort noch nicht gesehen. Die kannst du auch nicht sehen. Du hast 11 Dioptrien. Sport. Was? Ich bin auf Sport. Ja, ist ja schon gut. Darf ich vielleicht erstmal Luft holen? Spiel hier bloß nicht den Klugscheißer, Schwitters. Bloß weil du studiert hast. Also das ist mein Zimmer, ja. Und in meinem Zimmer spiele ich so, wie mir das passt. Also hier, lies die Frage vor. Klinke, ich will dich fertig machen, bevor Jürgen mit dem Essen kommt. Ja, ein Laufjung mit Medizinstudium. Sogar der Kerl, der das Essen bringt, der muss promovieren. So ein Snob. Ist mein Sohn da? Um 2, Franz Josef. Du hast noch genug Zeit. Ach, dann rauche ich noch einen. Hier wird nicht geraucht. Ach ja, ach schade. Wer gewann bei den Olympischen Spielen 1956 die Silbermedaille in 10 Kilometer Flachwasser? Was ist das? Flachwasser. Keine Ahnung. Und selbst wenn, würde ich das nicht sagen. Sowas zu wissen hat nichts mit Intelligenz zu tun. Komm, zeig mal her. Flachwasserkajak der Herren. Flachwasserkajak der Herren. Ich hab doch gesagt, ich weiß das nicht und es interessiert mich auch nicht. Lose, du bist an der Reihe. Ferenc Hatlatz. Ferenc Hatlatz. Du bist an der Reihe. Du hättest ja raten können. Ja, meinetwegen. Karl-Heinz Müller. Hm? So, bist du nun zufrieden? Lose. So ein Knallkopf. Du bist an der Reihe, Franz Josef. Weil jetzt bin ich an der Reihe. Mhm. Oh. Was ist das, eine 4? Wo komme ich mit einer 4 hin? Na, mal sehen. 1, 2, 3, 4. Ah, grün. Was ist nochmal grün? Wissenschaft und Technik. Wissenschaft und Technik? Oh, da bin ich nicht so wirklich gut drin. Nee, nee, zurück. 3, 2, 1, 0. So, und nun? 1, 2, 3, 4. Orange. Was ist orange? Sport. Sport? Nee, Sport ist nichts für mich. Ich war noch nie gut in Sport. Schon in der Schule war ich nicht gut in Sport. Wieder zurück. 3, 2, 1, 0. So, ja, mal sehen. Unterhaltung, Lose, in Unterhaltung bist du ein Ass. Hm? Du kommst auf das rote Feld hier. Hä? Eine richtige Antwort und du hast den Stein. Hier, komm, lies vor. Ja, 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 lass meinen Stein in Ruhe, ja? Und, ich weiß selbst, wo ich hin will. Ich gehe auf Unterhaltung. Oh. Lies ihm die Frage vor, Klinke. Wieso immer ich? Du kannst doch auch mal vorlesen. Du liest nie vor. Lies ihm die Frage vor, bitte. Ja, von mir aus. Aber das nächste Mal liest du vor. Wer spielte den Bösewicht in Es geschah am helllichten Tag? Es geschah am helllichten Tag? Oh, eine vertrappte Frage. Am helllichten Tag? Helllicht, schreibt man das mit 3L? Was hat das damit zu tun? Weißt du die Antwort oder weißt du sie nicht? Natürlich weiß ich die Antwort. Das hat mich bloß interessiert, wie man das schreibt. Früher hat man das nämlich mit 2L geschrieben. Heute bin ich mir nicht mehr so sicher mit diesen Dings da. Na, wie heißt das mal noch? Rechtschreibreform. Genau. Sie schreiben Delfino mit F. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich werde das auf keinen Fall anders schreiben, kommt gar nicht in Frage. So ein paar Universitätsprofessoren... Apropos Frage, Lose, du wolltest eine Antwort geben. Was? Wer spielte den Bösewicht in Es geschah am helllichten Tag? Ach so, die Frage. Wie sind wir denn auf die Delfine gekommen? Oh. Du hast gefragt, ob hellig mit 2L oder mit 3L geschrieben wird. Richtig. Oh, wie wird das geschrieben? Es wird mit 3L geschrieben. Alles klar? Ja. Mit 3. Hm?
Hm? Franz Josef Lohse, könntest du nun bitte auf deine Trivial Pursuit-Frage antworten? Ja, ist ja gut, ist ja gut. Was ist das hier? Ein Spiel? Oder sind wir schon wieder im Krieg? Früher hat sich sowas Konversationsspiel genannt. Und wisst ihr auch wieso? Weil sich die Leute dabei unterhalten haben. Die Konversation war der eigentliche Grund zu spielen. Das Spiel wäre bloß ein Vorwand, gemütlich zusammenzusetzen. Wir sollten Zeitlimit einführen. Der Quatschkopf, der sabbelt einen noch dumm und dusselig. Lose, bitte bring uns nicht vor der Zeit unter die Erde, ja? Du möchtest eine Unterhaltung? Bitte, dann unterhalten wir uns über die Fragen. Also, wer spielte den Bösewicht in Es geschah am hellen Tag? Gut, machen wir keine Konversation. Ihr wollt als Kulturbanausen starten? Bitte, keine Konversation. Was ist? Was guckt ihr mich so an? Das gibt es doch nicht. Das macht er doch mit Absicht. Wieso mache ich das jeden Sonntag? Ein Blinder, der die Fragen nicht lesen kann und ein Hein doof, der sie allen Nasen lang wieder vergisst. Gott sei Dank kommt Jürgen mit dem Essen, dann hat das Elend hier ein Ende. Wo bleibt der denn bloß? Du bist ein Snob, Schwitters, weißt du das? Von Schwitters, ja? Wenn schon Snob, dann aber richtig. Ja, der Einzige hier im Heim, der sich an Sonntag das Essen kommen lässt. Dabei ist das sonntags besser als in der Woche. Mhm. Wie ein Regenschauer nach dem Hagelsturm. Du hältst dich für was Besseres. Was Besseres als dich? Klinke, das ist doch völlig unmöglich. Wer kann es denn überhaupt mit einem pensionierten Bahnhofswurst hier aufnehmen? Der Zuckersober Pünnelsdorf verspätet sich heute um voraussichtlich 7 Minuten. Komm, Jungs, so fang nicht damit wieder an. Lass uns weiterspielen. Du musst dich da endlich angewöhnen, dass du hier nicht mehr in deinem vornehmen Internat sitzt. Norbert. Er hat angefangen. Der Regionalzug aus Oberhinterflitzbach fährt heute ausnahmsweise nicht auf Bahnsteig 2 ein, sondern auf Bahnsteig 3 ein. Nun langt das aber wirklich. Wir spielen hier Trivial Pursuit und wollen uns nicht weiter streiken. So ein Snob. So, was ist nun lose? Was ist? Wir wollen wissen, wer spielte den Bösewicht in Es geschah am helllichten Tag. Ich weiß, ich bin ja nicht randösig. Ich wollte bloß ein bisschen Zeit gewinnen, das ist alles. Paul Hubschmidt. Oh, Paul Hubschmidt. Gerd Fröbel, du bist an der Reihe. Zeit für die Medikamente. Ach. Könnten Sie den beiden Valium geben? Die spielen sich mal wieder auf wie unklug. Elisabeth, wenn du irgendjemandem in den Allerwertesten kriechen möchtest, frag Schwester Isolde, die ist für die Zäpfchen verantwortlich. Wie geht es uns denn heute? Ihnen, wie geht es Ihnen? Wie oft soll ich Ihnen das noch sagen? Oder Sie bezahlen genauso wie wir 2000 Kröten in diesem Schuppen. Im Gegenteil, ich krieg 2000 Kröten in diesem Schuppen. Ja, ich möchte wetten, das sind meine 2000. So, bitte sehr, die Herrschaften. Hört euch das an, als würde sie Hors d'oeuvre servieren. Aber statt mit Chateaubriand und Bordeaux stopft sie uns mit Medikamenten und Tabletten voll. Und ich weiß auch warum. Damit wir länger leben. Hm? Die lassen uns nicht gehen, solange sie uns noch melken können. An mir soll das nicht liegen. Ihre Gesellschaft ist nicht so amüsant, wie Sie glauben, Herr von Schwitters. Och, nun mal ehrlich. Schwester Isolde, ohne mich wäre es in diesem Bunker doch todlangweilig für Sie. Und was Ihre Freizeit angeht, ledig, keine Kinder, in der Zeit aufsteigende Hitze, was bleibt Ihnen da? Vorsitzende im Diätclub? Was hab ich gesagt? Wozu Kinder, wenn die einem im Alter so und so nicht besuchen? Meine Tochter kommt jeden Sonntag vorbei. Herr Lose, Ihre Medikamente. Ja, was zum Teufel machst du da? Ich nehme jetzt eins. Ja, aber wieso? Die Antwort war verkehrt. Das stimmt nicht, was auf der Karte steht. Das war nicht Gerd Fröbel, das war Paul Hubschmidt. Gerd Fröbel hat diesen James Bond gespielt. Gerd Fröbel hat niemals James Bond gespielt. Gerd Fröbe hat den Bösewicht gespielt in James Bond, Goldfinger. Leg den Stein wieder hin, Lose. Sean Connery hat James Bond gespielt. Und Roger Moore hat James Bond gespielt, aber nie Gerd Fröbe. Also leg den Stein wieder hin. Gerd Fröbe hat den Bösewicht gespielt in Es geschah am helllichten Tag. Und in James Bond, Goldfinger. Würden Sie bitte Ihre Pillen nehmen?
ich denke, Paul Hubschmidt kann man gelten lassen. Ja, aber du hast doch eben gerade gesagt, Gerd Fröbe hat den Buhmann gespielt. Ja, aber es gab einen zweiten Film mit Paul Hubschmidt. Den Ernst? Ja, den kenne ich auch. Ja, und das war ganz großer Mist. Kein Schwein hat da jemals wieder was von gehört. Ist ja auch kein Wunder, wer lässt schon Paul Hubschmidt den Bösewicht spielen? Ja, aber wenn da kein Schwein mehr was von gehört hat, wieso weißt du denn da was von? So, mir langt das. Ich lasse mich nicht länger von euch demütigen. Ihr wollt keine Konversation. Und wenn doch, dann bloß um mir zu sagen, dass ich ein senilen alter Trottel bin. Ach, nun beruhigen Sie sich doch. Ist doch alles in Ordnung. Nun setz dich wieder hin, Lose. Kein Mensch sagt, dass du ein seniler alter Trottel bist. Kein Mensch. Aber gedacht habt ihr das. Du hast mich gerade eben Hein Doof genannt. Und das ist doch, was ihr denkt. Ihr denkt, ich bin ein seniler alter Trottel. Auch seniler alter Trottel. Du, ha, du weißt, wie man Delfin schreit. Du bist ein wandelndes Konversationslexikon. Ich weiß noch nicht mal, wann der Zweite Weltkrieg aufgehört hat. 1945 am 8. Mai. Genau am 8. Mai 45. Und angefangen hat am 1. September 39. Morgens um 5. Ja. Hier. Bitteschön. Siehst wohl, morgens um 5. Das weiß der. Das weiß sonst kein Schwein. Oder hättest du das sagen können? Ich? Ich dachte, das war so gegen 7:30 im Dezember. Siehst wohl, er weiß doch nicht mal, wann der Krieg angefangen hat. Und er ist ein Snob. Am 1. Dezember. Und keinen Tag früher oder später. Und darum halte ich den Stein. Ja, du warst ja auch auf dem großen Feld, ne? Genau. Ich war auf dem großen Feld, ja. Und ich hab gewusst, dass der Krieg und... Was habe ich nur gewusst? Dass Paul Hubschmidt den Bösewicht gespielt hat, in es geschah am helllichten Tag. Wie sind wir denn auf Paul Hubschmidt gekommen? Oh. Schluss nun, das hat doch alles gar keinen Zweck mehr. Ist mein Sohn da? Nein, mein Essen kommt. Wo? Herr Lose? Herr Lose! Würden Sie jetzt bitte endlich Ihre Medikamente nehmen? Sie sind nicht mein einziger Patient. Nee, dann wäre er schon lange tot. Also hören Sie, Panzerkreuzer, nicht in diesem Ton, ja? Und das nächste Mal klopfen Sie an, bevor Sie reinkommen. Ich hab angeklopft. Aber ich hab nicht hereingesagt. Woher wollen Sie wissen, dass wir hier keine Orgie feiern? Sag mal, Schmitters, machst du eigentlich eine Feier zu deinem 75. Geburtstag? Wenn du bis dahin gelernt hast, meinen vollständigen Namen auf eine Glückwunschkarte zu schreiben. Oh ja, ein Fest, das wär's mal wieder. So eine Feier, wie bei Pötzmanns 95. Da gab es das gute Gulasch mit den Klößen. Das war nicht sein 95. Geburtstag, das war seine Beerdigung. Stimmt, er war nicht dabei. Armer Pötzmann. Pötzmann hatte das gut, der musste die Klöße nicht runterwürgen. Herr Lose, würden Sie jetzt bitte endlich Ihre Medikamente nehmen oder muss ich Sie dazu zwingen? Was ist das denn? Schlucken Sie das einfach. Sagen Sie mir auf der Stelle, was das ist. Mimantin. Das kriegen Sie nun schon seit 3 Jahren. Ja, und wo früher? Das ist gut fürs Oberstübchen. Wozu denn? Ich gewinne doch immer. So, also, jetzt raus mit euch alten Leuten. Wir sehen uns am nächsten Sonntag bei Simple Pursuit. Ja. Kommst du heute zum Seniorentanz? Mal sehen. Ach komm, heute sind die 50er Jahre. Sie legen die alten Platten auf. Na, mir tun jetzt schon die Füße weh. Oh, nun lass mich nicht so lange betteln. Ohne den besten Foxtrott-Tänzer weit und breit macht das bloß halb so viel Spaß. Mal sehen, hm? Mal sehen. Na denn. Ach, Elisabeth. Ja? Du, hör mal, es... Ach, nichts. Ich kann mir wirklich nicht erklären, warum. Aber sie kann sie gut leiden. Was machen Sie denn noch hier? Stellen Sie jetzt schon den Pensionären nach? Sie sollten sich wirklich einen Freund besorgen. Wer weiß, ob Sie die auch nehmen, wenn ich nicht dabei bin. Und Sie wissen ja, die Verwaltung kommt doch nicht gerne für auf, wenn hier jemand unvermutet stirbt. Keine Angst, den Gefallen tue ich Ihnen nicht. Was ist das? Ich habe doch gesagt, ich brauche kein Viagra. Höchstens bei Ihnen. Der liebe Gott soll uns davor bewahren, dass Sie noch mal Nachkommen in die Welt setzen. Das ist Mimantin. Eine kleine Hilfe für den Kopf kann nicht schaden.
Was denn das Zeug, das Lose kriegt? Mhm. Hauen Sie mir bloß ab damit, ja? Mein Kopf funktioniert bestens. Glauben Sie mir, ich wäre froh, wenn ich senil wäre. Wie Sie meinen. Aber nicht vergessen, Freitag haben Sie einen Termin bei Dr. Lutz. Ja, der soll mir mal lieber was für mein Herz verschreiben. Diese Trivial Pursuit Partien, die gehen mir so langsam an die Substanz. Keine Angst. Ihrem Herzen kann nichts passieren. Sie haben keins. Viertel nach. Wo bleibt der denn? Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Naja. Wo war ich stehen geblieben? 1972? Nee, 74. Liebe Franziska, das Jahr 1974 war ein schwieriges Jahr. Die Ölkrise lähmte die Wirtschaft und damit sank auch das Einkommen unserer Stammklientel. Wir im Kollegium bekamen das bei den Neuanmeldungen empfindlich zu spüren. 50.000 Franken sind schließlich kein Pappenstiel. Und darum kam es immer wieder zu Differenzen zwischen deiner Mutter und mir. Differenzen zunächst nur beruflicher Natur, aber später dann auch im privaten Bereich. Na, was hab ich gesagt? Auf den Jungen ist Verlass. Aus dem wird mal was. Ja, einmal reinspaziert in die gute Stube. Hast du mein Medikament dabei? Ludwig Schwitters? Wer zum Teufel sind Sie? Sind Sie Ludwig Schwitters? Tut mir leid, ich habe das nicht gefunden. Boah, da draußen ist das arschkalt, ey. Typisch Paula. Der erste Tag und gleich Schiedwetter. Was wollen Sie hier und wo ist Jürgen? Wieso? Bringen Sie mein Essen. Das ist doch der zweite Stock Nummer 7. Sagen Sie mal, ist es Ihnen nicht möglich, eine einfache Antwort auf eine einfache Frage zu geben? Ich habe Sie gefragt, wer Sie sind. Ich bin Paula. Paula Dittmer. Ich erwarte keine Paula Dittmer. Gehen Sie weg. Moment! Ich liefere das Zeugs für das Gasthaus Wegener aus. Seit wann? Und was für ein Zeugs denn? Sie meinen wohl das Essen? Also, Sie sind doch Ludwig Schwitters. Nein, das bin ich nicht. Mein Name ist Ludwig von Schwitters. Sagen Sie, wollen Sie mich verarschen, oder was? Es heißt von Schwitters, mein Fräulein, nicht Schwitters. Und reden Sie anständig, ja? Sie sind hier nicht auf der Bahnhofstoilette. Schon gut, ey. Und ich bin auch nicht Fräulein Paula, sondern Frau Paula, weil ich nämlich schon lange... Ist auch egal. Geht Sie nichts an. Hören Sie, Frau Paula. Ich kann Veränderungen nicht besonders gut leiden, ja? Also, wo ist Jürgen? Er ist nicht mehr da, okay? Er hat einen neuen Job. Ich bin jetzt da. Das macht mich nicht besonders froh. Er hat mir einen Brief für Sie mitgegeben. Sie gehen jetzt auf der Stelle zurück zu Herrn Wegener und sagen ihm, ich will meinen alten Laufjungen wiederhaben. Jürgen Hackmann, den Medizinstudenten, nach Wiedersehen. Aber das geht nicht. Alles geht, wenn man will. Sagen Sie Wegener, ich bezahle das nächstes Mal. Bei Jürgen. Hören Sie mir endlich mal zu. Jürgen kommt nicht mehr. Der hat sein Studium fertig. Verstehen Sie? Der macht jetzt mehr Kohle als bei Wegener. Hier, ich habe einen Brief für Sie. Ich weiß selbst, dass Jürgen promoviert. Aber er würde niemals weggehen, ohne sich von mir zu verabschieden. Wissen Sie eigentlich, wie viel Wegener bezahlt? 7 Euro die Stunde. Plus Trinkgeld. Sagen Sie mal, haben Sie mir eben einen Vogel gezeigt? Wer, ich? Ach so, nee, das war nicht so gemeint. Ich wollte bloß sagen... Ja, Sie wollten bloß sagen, dass das großer Blödsinn ist, was Sie da reden. Ha? Sein Brief, das wollte ich Hat sagen. Hat er Ihnen das Memantin mitgegeben? Hm? Mein Medikament aus der Apotheke. Ich weiß nichts von einem Memantinsbumszeugs. Ja, aber meine Zeitung haben Sie doch sicher dabei. Von Zeitung hat keiner was gesagt. Oh, ey, jetzt gucken Sie mich nicht so an. Ich habe das Essen, die Rechnung und den Brief. Basta. Was denn für ein Brief? Den von Jürgen. Das habe ich Ihnen doch schon tausendmal gesagt. Dann geben Sie den doch endlich her. Den habe ich gelesen, ey. Ja, das ist die Einladung zur Promotionsfeier. Dass der nicht mehr kommt. Stimmt's oder habe ich recht? Ich würde auch nicht für 7 Euro die Stunde mal machen, wenn ich was Besseres hätte. Was ist? Geht's Ihnen nicht gut? Danke und tschüss. Nach fünf Jahren, die ich mit ihm gepaukt habe, mit ihm Unterricht gemacht habe, das ist der Dank.
Alles Gute weiterhin. Ich komme mal zum Besuch. Hey, das tut mir echt leid. Sind Sie verwandt mit ihm? Wieso verwandt? Und was zum Teufel geht Sie das an? Naja, ich dachte bloß, weil Sie gemeint haben mit dem Brief. Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Kram. Studieren Sie womöglich auch? Ich? Sehe ich aus wie ein Doktor? Na, warum nicht? Meine Achtung für das medizinische Personal liegt gegen null. Ich und Doktor? Ich habe nicht mal die Schule zu Ende gemacht. In Mathe war ich eine Null, aber so richtig. Ich kann mir den Quatsch einfach nicht merken. Das geht hier rein und da gleich wieder raus. Naja, scheiße Hund drauf. Meiner Mutter war das egal. Irgendwann bin ich dann einfach nicht mehr hingegangen, weil irgendwann ist sowieso alles zu spät. Renate sagt immer, wenn du einen halben Meter tief im Asphalt liegst, brauchst du den Fallschirm nicht mehr aufmachen. Und in 100 Jahren liegen wir sowieso alle in der Kiste, Mathe hin oder her. Aber ich kann super rappen. Was? Na, rappen. Sagen Sie bloß, Sie wissen nicht, was Rap ist. Hip-Hop, Eminem, 50 Cent, Ice-T. Was faseln Sie da? Na, rappen. Sehen Sie, das geht so. Zum Beispiel Jürgen Hartmann mit dem Essen, so viel steht für heute fest. Jürgen kommt nicht mehr hierher und das weiß ich allerbest. Denn von heute an bringt die Paula fetten Speck und auch die Soße. Bisher gewöhn dich an den Jürgen, den bist du von heute an los. Check it out, everybody, check it out, man. Sing it loud, everybody, sing it loud, man. Und wozu soll dieser Blödsinn gut sein? Sagen Sie da nicht Blödsinn zu. Also, ein gemischter Salat, ein Wiener Schnitzel, 10,30 Euro. Plus Trinkgeld. Sie meinen Pariser Schnitzel. Hier steht Wiener Schnitzel. Aber vielleicht ist da ja Pariser Schnitzel drin. Lassen wir uns überraschen. Sie ist wohl dumm gelaufen. Kann ja mal passieren. Ich habe mich nicht geirrt. Ja, Sie gehen sofort zurück zu Herrn Wegener und sagen ihm, er soll seinen Anrufbeantworter abhören. Und das Essen nehmen Sie wieder mit. Das bezahle ich nicht. Ach, wieso nicht? Ich glaube nicht, dass Sie das etwas angeht, wie ich mein Essen zusammenstelle. Oh doch, das tut das. Weil ich bei Wegener nämlich einen Anschiss kriege, wenn ich gleich am ersten Tag mit 10,30 Euro weniger antanze als boniert. Und mit einem kalten Wiener Schnitzel. Ich brauche den Job, verstehen Sie? Ich habe eine Tochter großzuziehen. Nun hören Sie mir mal gut zu, Frau Paula Dittmer. Es interessiert mich einen feuchten Kehricht, ob Sie nun einen Anschiss bekommen. Wären Sie in Mathe fleißiger gewesen und wären Sie ein Fräulein geblieben, dann hätten Sie das Problem. Sie sind ein Musterbeispiel für die Jugend heutzutage. Zu dösig fürs Einmaleins, aber knapp haben Sie herausgefunden, dass ein Stecker in die Steckdose passt, da haben Sie auch schon Braten in der Mitte. Von mir aus können Sie sich in den Orkus retten. Aber als alter Rektor gebe ich Ihnen einen guten Rat. Ja? Sorgen Sie dafür, dass wenigstens Ihr Göhr die Schule packt. Die kann Ihnen dann auch gleich das Rechnen beibringen. Aber ich fürchte, da wird nichts draus. Es gibt nämlich ein Sprichwort, was sich wieder mal bewahrheiten wird. Mäuse kriegen wieder Mäuse. Reden Sie nie wieder so über meine Tochter, haben Sie mich verstanden? Nie wieder! Hier, das Essen. Sie müssen das nicht bezahlen. Ach, nur haben Sie sich nicht so! Sie kommen hier reinspaziert, sind pampig und vorlaut, bringen mir das verkehrte Essen, haben meine Medizin und die Zeitung vergessen und... Nun kommen Sie schon. Ja, das war nicht so gemeint. Nun bleiben Sie schon, ich bezahle Ihnen das Wiener Schnitzel. Ja, ich bezahle es Ihnen. Wie ist das Geld? Was haben Sie gesagt? Wie viel? 10,30 Euro. Der Rest ist für Sie. 1,70 Euro wieder zurück. Gott, sind Sie eine Mimose. Wo wollen Sie denn nun hin? Wir sind noch nicht fertig. Ich habe das Geld. Sie haben das Essen und tschüss. Ich habe doch schon gesagt, dass mir das leid tut. Ja? Also, bitte setzen Sie sich. Hm? Wieso? Ich habe jetzt frei. Wollen Sie sich ein bisschen Geld dazu verdienen, dann setzen Sie sich. Bitte.
kann ich rauchen? Das war eine rhetorische Frage, oder? Ne, was? Das ist nicht nur unhöflich, das ist auch ungesund. Aber das tut mir gut. Sie regen mich nämlich auf. Ich rede nicht von Ihnen, sondern von mir. Passivrauchen erhöht das Risiko für Lungenkrebs. In Ihrem Alter? Und sogar Sie sollten wissen, dass Rauchen die Blutgefäße verengt. Nicht, wenn man noch säuft. Das macht die Dinger weiter. Und wer sagt, dass ich alt werden will? Dann sollten Sie aber entweder nur rauchen oder aber nur saufen. Womöglich lande ich dann auch in so einem Schuppen. Nee, danke, ey. Vorher gebe ich mir die Kugel. Ich weiß Ihre aufmunternden Worte zu schätzen, aber bei mir laufen Sie offene Türen ein. Was machen Sie am Sonnabend? Das geht Sie gar nichts an. Da habe ich nämlich frei. Wie lange wollen Sie denn noch maulen? Ich habe doch schon gesagt, dass mir das leid tut. Sonnabend gehe ich mit Renate in die Stadt, okay? Die Blutgefäße weitermachen. Ja, gut. Und vorher besorgen Sie ein paar Sachen für mich, ja? Und zwar... Kuala Lumpur. Haben Sie das gewusst? Hauptstadt von Malaysia. Kennen Sie die Falkenapotheke? Heineplatz, Ecke Pulverstraße? Bin ja nicht blöd. Da besorgen Sie mir nun eine Schachtel Memantin. Und zwar jede Woche, ja? Memantin. Und kein Sterbenswörtchen darüber zu irgendjemandem in diesem Heim, ja? Wozu ist das Zeug denn? Bluthochdruck. Seit wann ist Bluthochdruck verboten? Sie schummeln mir doch wohl keine Drogen unter. Aus der Apotheke? Fragen Sie nach dem Chef und sagen Sie ihm, es ist für Herrn von Schmitters, dann weiß er Bescheid. So, und dann holen Sie mir vom Bahnhof an dem Kiosk 4 Zeitungen, ja? Times, Zeit, El País und Le Figaro. Jeden Samstag, ja? Ich habe Ihnen das noch mal alles hier aufgeschrieben. Hier ist das Geld und der Rest ist für Sie. Ich bin doch nicht Ihr Diener. Wieso holen Sie sich das Zeug nicht selber? Der Kiosk ist mittlerweile zu weit für mich, leider. Pech für Sie. Wer sagt denn, dass ich Ihr Geld nötig habe? Gut, dann finde ich jemanden anderen. Gibt ja genug Leute ohne Arbeit. Ich habe nicht nee gesagt. Was ist denn da für mich drin, wenn ich mich um den Kram kümmere? 10 Euro die Woche. Okay, ich mach das. Aber bloß dies eine Mal, klar? Und bloß auf Probe, danach sehen wir weiter. Und glauben Sie ja nicht, dass ich Ihr Geld nötig habe. Ja, so weit würde ich doch niemals glauben. Ich habe Ihr Geld nämlich überhaupt nicht nötig. Ja, natürlich, natürlich, ja. Wir sehen uns dann am kommenden Sonntag. Aber bloß auf Probe. Natürlich. Hey, Sie. Fragen Sie mich was. Na los. Fragen Sie mich was. Wie groß ist die Winkelsumme in einem Dreieck? 180 Grad. Richtig. Ich habe das vorher gelesen. Ich weiß. Liebe Franziska, du hast keine Ahnung, wie ich aufgewachsen bin. Wenn du glaubst, ich war streng, dann hast du meinen Vater nicht gekannt. Gegen deinen Großvater war ich ein Hippie. Man nannte ihn nur den General. Vom ersten Schultag an musste ich jeden Morgen Punkt 7 auf dem Schulhof antreten und meinen Mitschülern unser Familienmotto rezitieren. Nec laborans in tempestatibus. Niemals wankend in den Stürmen. Kein Wunder, dass sie mich liebten. Dazu blies er die Trompete. Ich habe ihn gehasst, aber erst als er tot war. Davor habe ich ihn gefürchtet. Sein Pünktlichkeitsfanatismus war selbst für Schweizer Standards neurotisch. Apropos, 5 Minuten vor halb. Na, die kann was erleben. Nur auf Probe. Da können Sie Gift drauf nehmen, Frau Dittmer. Wenn das die Probe ist, dann pfeife ich auf die Vorstellung. Die Sünden des Vaters sind die Sünden des Sohnes. Ich brauchte Jahrzehnte,
um mich aus dem Korsett zu befreien, in das ich hineingeboren worden war. Leben wollte ich endlich, Franziska, leben. Und das führte dazu, dass es zwischen deiner Mutter und... Die Frau Probandin gibt sich die Ehre. Hm? Ja, immer hereinspaziert, meine Dame. Ja, ja, lassen Sie sich ruhig Zeit. Mein Essen ist sowieso schon kalt. Hi! Oh, ich dachte schon, Sie wären nicht da. Mann, war das heute wieder ein Stress. Und das am Sonntag. Ich muss absolut bekloppt sein, dass ich den Job mache. Nichts als Stress. Bist du hierhin, sollst du dahin, bist du dahin, sollst du hierhin. Wissen Sie, was Renate sagt? Renate sagt immer, man muss einfach die Zeit abschaffen. Dann gibt das keinen 5 Minuten vor 12. Die hat für alles einen Spruch. Macht dann kommen, was will. Zum Beispiel einmal, als mir das echt schlecht ging. Volle Katastrophe. 100% Titanic. Wissen Sie, was sie da zu mir gesagt hat? Paula hat sie gesagt, das kann niemals so schlecht sein, dass das nicht auch noch was Gutes hat. Du und sie werden lachen, dann ging mir das gleich besser. Später habe ich mich dann gefragt, was eigentlich das Gute war bei dem ganzen Schlamassel. Und wissen Sie, was das war? Renate und der Spruch. Ich sag dir, die hat immer recht. Was ist, wollen Sie was sagen? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Sie haben mir gerade das Gehirn zerschossen. Vielleicht fällt Ihnen das ja wieder ein. Tut mir leid, dass ich so spät bin. Das war's. Hallo? Aber ich kann da echt nichts für. Renate kam zu spät zum Babysitten und darum ist mir der Bus durch die Lappen gegangen. Und als ich dann endlich im Restaurant war, bin ich in einen mega Anschiss von Wegener reingelaufen, weil das Essen kalt war. Und bis das verdammte Essen dann wieder warm war, war das natürlich noch später. Das war so eine Art, wie sagt man, ach, ist ja auch egal, ach, so eine Kettendingsbums. Also hören Sie, Frau Paula Dittmann, ja? Wenn ich schon die letzte Station auf Ihrer Odyssee sein muss, können Sie dann in Zukunft bitte ein bisschen Pufferzeit für mich einplanen? Nee, das könnte Ihnen wohl so passen, was? Ich besorge Ihnen das Essen und das Medikament, aber das ist ja noch alles. Pufferzeit, ey. Das geht nicht um einen Puffbesuch. Das ist ein logistischer Fachterminus. Ein was? Menschen, die so chaotisch leben wie Sie. Die planen gefälligst etwas mehr Zeit ein für den sicheren Fall, dass sie sich so und so nicht an abgemachte Zeiten halten. Wenn ich mich so und so nicht an abgemachte Zeiten halte, wieso soll ich mir denn noch mehr Zeit nehmen, an die ich mich dann auch nicht halte? Hören Sie auf, bitte. Ich weiß, Sie meinen es nicht böse, aber Ihre Logik, die bringt mich um den Verstand. Weil ich recht habe, nicht wahr? Hier, Ihr Mehmann-Dingsbums. Ich habe alles dabei. Das Medikament, Ihre komischen Zeitungen und das Essen. Escaloppe à la Parisie. Tada! Hört sich viel cooler an als Pariser Schnitzel. Ach ja! Sie haben übrigens noch Wiener Schnitzel bestellt, genauso wie ich das gesagt habe. Ich habe das mit meinen eigenen Augen auf dem Anrufbeantworter gehört. Ich meine, gesehen, also eben mit den Ohren. Sagen Sie mal, sind Sie immer so? Ist das der Normalzustand oder nehmen Sie Drogen? Wenn das der Normalzustand ist, dann nehmen Sie bitte Drogen. El País? Le Figaro, The Times und die Zeit. Der Mann am Kiosk hat mich angeguckt, als wäre ich ein Professor. Echt mega cool. Wieso kennen Sie eigentlich so viel Sprachen? Ich war mal Lehrer, aber das ist schon lange her. Habe ich mir gedacht. Ich meine, dass Sie Lehrer gewesen sind, nicht, dass das lange her ist. Ich meine, ich sehe, dass das lange her ist, aber ich habe gemeint, dass Sie Lehrer sind. Ihre Komplimente können einem das Herz erwärmen. Aber es ist mein Magen, der jetzt was Warmes braucht. Also das Essen bitte. Waren Sie ein guter Lehrer? Ja, ich war ein guter Lehrer. Das Zeugs bitte. Wo haben Sie denn unterrichtet? Hier bei uns an der Hauptschule? An der Hauptschule? Ich habe 22 Jahre lang das Collegium Helvetikum geführt. Hier. Das ist eine Schule? Mhm. Das sieht mehr aus wie ein Kloster. Collegium Helvetikum. Hört sich auch so an. Das ist auch nicht irgendeine Schule, Frau Dittmer, das ist die beste Schule. Eine der Top 5 Adressen in Europa, die Ivy League der präuniversitären Ausbildung. Unsere Schüler waren in Harvard und in Yale, in Princeton und Oxford. Unsere Schüler wurden zu Spitzendiplomaten, Wirtschaftskapitänen und Elitewissenschaftlern. Wenn Sie heute einen Fernseher anmachen, dann dauert es keine 15 Minuten und Sie sehen einen Helvetikum-Absolventen. Wow.
Sowas nenne ich eine Schule. Sie hätten unsere Bude mal sehen sollen. Das Einzige, was funktioniert hat, war der Cola-Automat. Und die Pauker, ey, die waren voll ätzend. 100% Titanic. Sind Sie das? Der ist später Ministerpräsident in Kanada geworden. Ist nicht wahr. Ist doch wahr. Sie haben mit dem Präsidenten Baseball gespielt? Das ist nicht Baseball, das ist Cricket. So krass. Sie waren echt voll der Direx von der Schule. Mhm. Dann sind Sie bestimmt ganz schön fit in der Birne. Sie haben Ihnen bestimmt eine Menge Kohle bezahlt. Es gab keine die. Die Schule hat mir gehört. Ich habe sie zusammen mit meiner Frau geführt. Das Bild da nebenan ist meine Tochter Franziska. Sie ist auch Lehrerin. Moment. Sie wollen sagen, das da, das ganze Schloss ist... gehört Ihnen? Ja. Gegründet von meinem Urgroßvater Wilhelm Edler von Schwitters-Elblingen, 1873. Der da oben. 1873, boah. Ja, die Schule ist von 1873. Das Schloss ist aus dem 16. Jahrhundert. Sieht aber noch ganz gut aus. Wo ist denn dies Elbling? Ja, das ist kein Ort, das ist ein Adelstitel, sein Name, verstehen Sie? Wilhelm Bernhard Ritter von Schwitters-Elblingen. Wieso Ritter? Ja, weil er ein Ritter war. Ihr Urgroßvater war ein Ritter? Ja, genauso wie ich. Unser Geschlecht geht noch auf die Babenberger zurück. Nee, jetzt wollen Sie mich aber verarschen. Sie sind ein Ritter, ein echter Ritter, mit Ritterrüstung und so. Mit allem, was dazugehört. Ritter Ludwig Bernhard, Freiherr von Schwitters-Elblingen. Das haut mich jetzt echt aus den Puschen. Ich stehe vor einem echten Ritter, ist ja krass. Aber wieso sind Sie denn nicht auf dem Schloss? Da ist das doch viel cooler als hier in dem Heim. Also wenn ich ein Ritter wäre und ich hätte so ein Schloss, du, das sage ich Ihnen, dann würde ich sicher nicht in diesem Betonklotz leben. Ah, jetzt kapiere ich das. Ihre Tochter führt die Bude, klar. Ist besser, wenn man nicht so fest aufeinander backt. Frau Paula Dittmer, wären Sie wohl so freundlich und lassen mich jetzt in Ruhe mein Mittagessen einnehmen? Natürlich. Wieso? Was ist denn? Ach, dumm, ihr dummerhaftiges Gefasel, ist das Essen wieder kalt geworden. Das ist. Ist schon gut. Ich wollte ja, bloß sagen... Dann hören Sie auf mit dem Gefasel, ja? Also, ich bezahle Ihnen das jetzt. Was bekommen Sie? 11,10 €. Das Pariser Schnitzel kostet 80 Cent mehr. Ja, hier, das ist für das Schnitzel und das ist für die Medikamente und die Zeitungen. In der kommenden Woche. Auf Wiedersehen. Was habe ich denn gesagt? Und wer sagt denn, dass ich weiter bei Ihnen arbeiten will, ha? Das war bloß auf Probe und die haben Sie nicht bestanden. Nicht mehr? Ich habe Ihnen doch schon erklärt, dass ich Ihre Kohle nicht nötig habe. Kaufen Sie sich einen Anstandsberuf. Soll ich Ihnen was sagen, Herr Ritter? Sie haben verdammt schlechte Manieren. Die Jungs in meiner Schule, die waren tausendmal mehr ritterlich als Sie mit Ihrem Cricket-irgendwas-Scheiß. Kein Wunder, dass Sie nicht mehr auf Ihrem Schloss wohnen. Da gehören Sie nämlich gar nicht hin. Raus, ja? Raus, auf der Stelle. Ja, mit Vergnügen. So gemütlich ist das auf dem Schloss nämlich gar nicht, Herr Ritter von Schwitter, Schwäbling, Schwachsinn. Raus, bevor Sie selbst vor die Tür setzen. Für Ihre dusseligen Zeitungen, die können Sie sich sonst wohin. Ach hier, nun nehmen Sie das mit, ja, und dann sehen wir uns nächste Woche, wenn Sie wieder ein bisschen ruhiger sind. Muss ich Ihnen das noch sagen? Ich brauche Ihre Kohle nicht. Hey! Das ist nicht fair! Haben Sie eben fair gesagt? Fair? Richtig! Das Leben ist nicht fair, da haben Sie verdammt recht. Der eine kriecht seiner Mutter aus dem Schoß und das Erste, was er sieht, ist ein Leuchter mit 100 Kerzen in einem Schloss. Und die andere... die sieht die Visage von einem Penner, der sich dein Vater nennt und 5 Tage später auf Nimmerwiedersehen verschwindet. Und deine Mutter kann die nächsten 15 Jahre ihre 3 Göhren mit elendigen Jobs über Wasser halten, bis dich am Ende einer von ihren Mackern aus deiner eigenen Wohnung schmeißt. Ist das fair? Ich weiß nicht, aber vielleicht können Sie mir ja ein bisschen mehr über Fairness erzählen, Herr Ritter von Schwäbling. Was regen Sie sich denn so auf? Was wollen Sie denn von mir? Wollen Sie mir Geld? Ich hab keins. Dann werden Sie mir endlich glauben, dass ich Ihr vermaledeites Geld nicht will. Was wollen Sie denn? Nun reden Sie schon. Ich will, dass Sie mich unterrichten. Unterrichten? Ich Sie? Wieso? Nina wird nächsten Sommer 10. Dann kommt sie aus der Grundschule. Ich will, dass sie bis dahin ein gutes Zeugnis hat. Ich will, dass sie auf eine gute Schule geht, dass aus ihr mal was wird. Warum schicken Sie dann nicht Ihre Tochter zu mir? Weil ich sie unterrichten will. Ich will ihr was beibringen, verstehen Sie?
Ich will mal stolz sein auf meine Tochter. Aha. So, so. Mhm. Sie wollen mal stolz sein auf Ihre Tochter. Und dass sie das mal besser hat als die Mutter und die Mutter von der Mutter. So ist das also. Mhm. Und Sie tun das alles einzig und allein für Ihre Tochter. Natürlich. Was sonst? Das ist dummes Zeug. Was reden Sie denn da? So ganz und gar nicht an sich selbst zu denken, ist doch wohl nicht Ihre Sache, Frau Paula Dittmar. So ein bisschen Stolz für sich selbst soll doch noch dabei rüberkommen, oder? Ich kämpfe für Nina und für nichts anderes. Aha. Hand aufs Herz? Ja. Weil dieses dämliche Leben das sowieso nicht wert ist, dass man dafür kämpft. Und wenn meine Tochter nicht da wäre, dann wäre mir das scheißegal, ob ich tot wäre oder am Leben. So, dass Sie das wissen. Und jetzt lassen Sie mich endlich in Ruhe mit Ihrer dämlichen Fragerei, weil mittlerweile gehen Sie mir auf die Nerven. Und ich weiß auch warum. Weil ich Ihnen zeige, dass dieses Leben Ihnen ganz und gar nicht scheißegal ist. Hören Sie da endlich mit auf. Ganz im Gegenteil. In Ihrem Kopf und in Ihrem Herzen gibt es gar keinen größeren Wunsch, als dieses Leben voll und ganz zu leben. Aber Sie haben Angst davor. Sie haben einen Mordsbammel, das sehe ich in Ihren Augen. Sie haben Angst, dass man Sie noch mehr verletzt, als es schon geschehen ist. Aber verlassen Sie sich drauf. Dieses Leben wird Ihnen wehtun. Von Anfang bis zum Ende. Von der Geburt bis zum Tod wird es Sie verletzen. Das ganze lange Leben lang. Was wissen Sie da schon von, wie das ist, wenn man verletzt wird? Gar nichts wissen Sie. Gar nichts. Ah, jetzt hab ich Sie. Hm? Es geht gar nicht um Ihre Tochter. Es geht einzig und allein um Sie. Sie sind ein widerlicher Mensch. Ein fieser Kerl. Ganz und gar fies. Gut. Wir sehen uns am nächsten Sonntag zur Lektion 1. Und? Ganz ohne Zweifel. Die Frage ist einfach. Ja, würdest du denn bitte eine Antwort geben? Natürlich. Lies die Frage vor. Ich habe sie dir schon zweimal vorgelesen. Ich lese sie nicht nochmal wieder vor. Psst, Jungs, wie soll Paula sich denn konzentrieren? Weißt du nur die Antwort oder weißt du sie nicht? Natürlich weiß ich sie. Nimm die Frage vor, Klinke. Er will mich bloß in Rage bringen. Ich kenne ihn. Norbert, lies die Frage vor. Wieso immer ich? Er kann doch auch mal vorlesen. Er liest nie vor. Norbert, sein Schatz. Na gut. Aber das ist das letzte Mal. Wie heißt die japanische Opernfigur, die sich durch Harakiri das Leben nahm, weil ihr Ehemann eine andere Frau hatte? Wie ich schon gesagt habe, die Frage ist einfach. Lose, ich gebe dir noch genau 5 Sekunden. 5, 4, 3, 2. Das verdammte Rohr! Woher soll ich das denn wissen, wie viel Wasser da rauskommt? So ein Blödsinn, ey, Bullshit. Rohre, Wasser, Durchmesser, ich bin schon ganz gaga im Kopf. Was ist mit ihr? Den Grips wie Madame Curie und die Geduld wie ein Pavian vor der Banane. Würdest du nur bitte eine Antwort auf deine Frage geben? Was? Deine Frage! Natürlich. Wie ging die nochmal? So, nur ist vorbei. Schluss, aus und vorbei. Lieber bleib ich bis zu meinem Lebensende in meinem Zimmer sitzen und guck mir die Tapeten an, als dass ich ihm die Frage nochmal vorlese. Das ist doch kein Leben. Ich brauche immer eine ganze Woche, um mich von diesem Knallkopf zu erholen. Setz dich wieder hin, Klinke, ja? Ehe nur dreht er komplett durch. Ach, gib doch zu, dass das keinen Sinn mehr hat. Wozu spielen wir hier überhaupt noch? Du sollst dich setzen, Klinke. Ohne blinden Hund kommst du sowieso nicht an die Tür. Ach ja? Na, das werden wir ja sehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Klinke, ich warne dich. Diese Tür führt nur in eine Richtung. Du gehst da jetzt raus und du kommst nie wieder rein. Kein Spiel mehr für dich. Nie, nie wieder.
Aber das eine sage ich dir, ich lese die Frage nicht noch mal vor. Nicht für alles Geld in der Welt. Dieser Mann hat sich nicht in der Gewalt. Das ist das Alter. Mit dir rede ich kein Wort mehr. Doppelt so groß das Rohr. Denk, Paula, denk. Das Rohr, das Rohr. Stell dir das vor, du stehst davor. Das Rohr, das Rohr. Doppelt so groß das Rohr. Doppelt Wasser kommt hervor. Na Lugen, das ist das. Je größer das Rohr, umso mehr Wasser plätschert ins Ohr. Ha, Paula Dettler, du bist ein Genie. Hier lest du den Käsekopf da drüben vor. Also, Franz Josef, welche japanische Opernfigur brachte sich durch Harakiri um, weil ihr Ehemann eine andere Frau hatte? Ich habe die Frage verstanden. Er hat sie mir ja dreimal vorgelesen. Harakiri. Natürlich. Das ist japanisch. Das waren diese Stuka-Piloten. Weißt du, von was er redet? Die haben sich in die Flugzeugträger gestürzt. Hunderte Harakiris, ja. Gib mir das Danke, gell? Wie die Frau heißt, wollen wir wissen. Was für eine Frau? Und was hat das mit den Stukas zu tun? Das frage ich dich. Ach nee. Ich dachte, du sprichst nicht mehr mit mir. Ich spreche auch nicht mehr mit dir. Ich schrei dich an. Schrei mich ja nicht an, weißt du? Schrei mich ja nicht an. Du bekloppter Hornochse, du! Du bist Maulwurf, jawohl, ein Maulwurf! Geht das schon wieder? Ich denke, hältst du, alter Maulwurf! Maulwurf, Maulwurf! Ja, Maulwurf, Maulwurf, Estelle! Ich werde euch nicht anmachen, ich vernimmt euch! Seid ihr nicht mehr recht mit Trost? Dieser Mann ist fertig, der ist dement! Ja! Jetzt hab ich das, jetzt hab ich das, diesmal hab ich das! Das ist das, Ludwig, das ist das! Tata! Na, was sagst du dazu? Tut mir leid, das ist verkehrt. Das gibt's doch gar nicht. Die anderen beiden Antworten waren doch auch falsch. Es gibt unendlich viele verkehrte Antworten, aber nur eine, die richtig ist. Das hier ist nun mal nicht das Leben, das ist Mathematik. Aber wieso denn? Doppelt so groß das Rohr, doppelt Wasser kommt hervor. Das ist doch logisch. Weil sich das reimt? Mit Rappen allein kannst du diese Aufgabe nicht lösen. Und das heißt auch nicht doppelt so großes Rohr. Das heißt ein Rohr mit einem doppelten Durchmesser. Ja, na eben, das ist doch dasselbe. Ist es nicht. Ist es doch. Nein, das ist es nicht. Paula, wenn du deinen Schulabschluss noch machen willst... Scheiß auf den Schulabschluss. Das schaffe ich so und so nicht. Die anderen im Kurs, die können das schon lange. Ich bin einfach zu dämlich für die dusselige Volkshochschule. Ach, dummes Zeug. Du bist nur ungeduldig. Ist das ein Wunder? Jetzt machen wir diesen Mist schon 2 Monate und was kann ich? Einen Schiss kann ich. Paula, die Chinesen haben da hunderte von Jahren für gebraucht, diese Formel zu finden. Hab ein bisschen Geduld. Und es stimmt auch nicht, dass du nicht vorankommst. Erinnerst du dich an unsere allererste Stunde, als du gesagt hast, ein Würfel hätte 8 Seiten? Ja, da war ich auch noch total dösig. Ja, siehst du, und so nehmen wir dir Woche für Woche was von deiner Dösigkeit weg. Wie bei Einstein, von der Mathe 5 zum Nobelpreis. Pass mal auf, in ein paar Monaten bringst du mir was bei. Hm? Aber diese Prüfung ist schon in 14 Tagen, das schaffe ich im Leben nicht. Dann legen wir eine Doppelschicht ein. Wer braucht so einen Kram überhaupt? Ein doppelt so großes Rohr, werde ich Klempner oder was? Wieso bringen die eigentlich was bei, was man auch brauchen kann? Zum Beispiel... Wie man sich nicht für dumm verkaufen lässt im Leben. Wie man einen Rabatt aushandelt. Wie man spitz kriegt, dass dein Freund andere Weiber flachlegt, obwohl er 1000-mal schwört, dass er dich liebt. Red doch kein dummes Zeug. Wieso, Schwitters? Die Ausbildung hätte deiner Frau auch ganz gut getan. Norbert, lass das. Lass meine Frau aus dem Spiel, ja? Wieso? Was ist mit deiner Frau? Na ja. Gar nichts, Paula. Konzentrier dich auf deine Aufgabe. Du würdest ja heute noch in deinem Schloss sitzen, wenn das andere Lehrpläne gegeben hätte, ne? Norbert, das langt. Hör mal zu, Klinke, du hättest den Weg auf die andere Seite der Gleise mit keinem Lehrplan auf dieser Welt geschafft, weil dein Eisenbahnerhirn ja nur nach Fahrplan ticken kann. Auf der Stelle gibt es hier nun Frieden, sonst muss ich leider gehen, meine Herren. Jeder von uns hat in seinem Leben schon mal eine Weiche verkehrt eingestellt. Du auch, also lass das nach. Ich? Ich hab ne Weiche verkehrt eingestellt. Ich hab noch nie ne Weiche verkehrt eingestellt. Du verstehst nur Bahnhof. Ich hab zwar keinen Schimmer, wovon ihr redet, aber hat einer von euch auch nur einmal in seinem Leben wissen müssen, wie viel Wasser aus einem Rohr mit doppelter Dicke rauskommt? Na? Siehst wohl, das weiß kein Schwein. Der Durchfluss eines Rohres korreliert positiv quadratisch mit seinem Durchmesser.
welcher einen Kreis bestimmt, dessen Fläche linear mit dem Durchfluss zusammenhängt. Ich habe nicht gedacht, dass ich das noch wissen würde. Da, der ist gar nicht so doof, wie er immer tut. Na super, sogar Herr Lose weiß die Antwort. 100% Titan. Gib mir jetzt einen Klick, gell? Das war nicht die Frage, du Handdude. Gib ihm den Stein. Na gut, weil das hier, wenn hier so gespielt wird, von mir aus, hier kannst du sie alle haben. Die Gelben, die Blauen, die Roten, die Grünen. Hast gewonnen, Lose. Bravo, da capo. Der ist dement, hochgradig dement. Kopf hoch, Paula. Du kannst das. Ich weiß es. Du kannst auch weiter rappen, wenn dir das hilft. Aber denk daran, was Herr Lose gesagt hat. Denk an den Kreis. Hm? So, die Herrschaften. Zeit für die Medikamente. Anklopfen, Panzerkreuzer, anklopfen. Na, wie geht's uns denn heute? Ihnen, wie geht's? Oh. Ich soll Ihnen von Dr. Nutz ausrichten, dass mit Ihrer Geburtstagsfeier alles klar geht. Und die Köchin möchte gerne wissen, ob Gulasch mit Klößen genehm sind. Sagen Sie ihr mangels Alternativen, bin ich einverstanden. Und dazu ein Tokaja-Schmetters und Shampoos, das man so knallt. Nix da. Alkohol ist tabu. Sie nehmen alle Medikamente. Sie geben uns die Tabletten bloß, damit wir nicht saufen können. Du solltest ihr mal dankbar sein. Du weißt ja, was passiert, wenn du säufst. Norbert. Nur ein kleines Gläschen, Schwester. Hm? Keinen Tropfen. Ist das klar? Ja, natürlich, ganz klar. Versprechen Sie mir das, Herr Lose? Hand aufs Herz. Ich krieg das in 1000 Jahren nicht raus. Wenn schon die Chinesen zusammen 100 Jahre gebraucht haben, ich kapier das einfach nicht. So, du kapierst es nicht, ja? Nee. Und jetzt willst du aufgeben? Ja. Also gut, dann lassen wir das. Was, im Ernst? Ja. Wahrscheinlich bist du sowieso zu dösig. Deine Eltern waren die meiste Zeit betrunken, das heißt, der IQ, den du mitbekommen hast, liegt sowas bei 50. Was soll das also? Du kannst ja bis an dein Lebensende für 7 € die Stunde Essen ausfahren und vergiss nicht, deine Tochter mitzunehmen, damit sie dir ausrechnen kann, was eine Nudelsuppe und ein Wiener Schnitzel kostet. Sag nie wieder, ich werd dösig. Nie wieder. Paula. Ich hab nicht mehr viel Zeit auf dieser Welt und die werde ich nicht für so eine nörgelige Heulsuse wie dich aus dem Fenster werfen. Ich bin trotzdem nicht dösig. Ja, dann beweis es mir. Hast du die Einladung rausgeschickt? Ja, Paula hat sie für mich zur Post gebracht. Gut. Was ist nun, Schmitters? Sagst du uns noch die Antwort oder kann ich gehen? Ich hab doch schon mal gesagt, man lässt ein Pavarotti nicht alle meine Entchen singen, ne? So ein verdammter Snob. Okay, okay. Der Kreis, der olle Kreis, der Kreis ist heiß. Doch irgendwie mit Fantasie und viel Genie. Und ein Pi? Richtig, Pi. Mit ein Pi. Und Paula Dittmers Fantasie wird Paula Dittmer zum Genie. Was ist denn nun los? Check it out, man. Weiter, Paula. Pi, ich vergesse dich nie, denn die Fläche, die von dem Kreis ist wie... Wie ist die denn? Die ist gleich R mal Pi, Pi. Falsch. R Quadrat mal Pi, Pi. Richtig. Gleich hab ich das. R Quadrat mal Pi, Pi ist die Fläche, die... Jetzt hab ich das. Der Durchfluss ist von der Kreisfläche abhängig. Und die Kreisfläche ist von dem Durchmesser von dem Kreis abhängig. Aber nicht von dem normalen Durchmesser, sondern von dem Durchmesser zum Quadrat. Bei Gott, jetzt hat sie es. Paula Dittmer, jetzt bist du ein Genie. Und das bedeutet, doppelter Durchmesser ist gleich vierfacher Durchfluss. Absolut korrekt. Nee. 100% null Titanic. Ja. Neunfacher Durchfluss. Vierfacher Durchmesser. 16-facher Durchfluss. Paula Dittmer, von jetzt an kriegen Sie den Ehrentitel Oberklempnerin von der alten Residenz Freudenau. Ich glaube, ich stelle noch mal ein größeres Wort. Siebenfacher Durchmesser.
49-facher Durchfluss, 8-facher, 64-facher Durchfluss. 9-facher? 81-facher Durchfluss. Jawohl, jetzt hast du es. Jetzt hast du es kapiert. Das gibt es doch gar nicht. Ich kann Mathe. Ich kann Mathe. Oh Gott, ich muss auf der Stelle los. Was ist denn los? Wo willst du denn hin? Ja, nach Hause. Ich muss sofort weiterlernen. Ich darf überhaupt an nichts anderes mehr denken als an Rohre. Ich rufe dich an, okay? Kommen Sie her. Sie auch. Kommen Sie. Paula Dittmar kann Mathe, ja! Donnerschlag. Der erste Kuss seit 10 Jahren. Dass ich das noch erleben darf. Du meinst schon seit 30 Jahren. Das ist das Frühjahr. Ich spüre das in den Knochen. Was ist nun, Schmitter? Sagst du uns die Antwort heute noch? Stur wie ein Güterzuchter, Mann. Doch von mir aus, dann lass das bleiben. Komm, nun sag's schon. Ich hab doch gesagt, ich will nicht. Langt das jetzt? Madame Butterfly, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Erstaufführung 1904 in der Mailänder Scala, ein totales Fiasko. Erst die Umarbeitung brachte wenige Monate später den Durchbruch in Brescia. So ein verdammter Snob. Das ist hier kein Altenheim, das ist eine Klapsmühle. Wir sehen uns zukommenden Sonntag. Ich komme in Linke. Na komm, lass uns in Frieden ein Pfeifchen rauchen. Auf meinen Sieg. Auf deinen Sieg, du Handdudel, du. Ja, nee. Denn? Ja, bis denn. Du weißt, um 5 wird unten getanzt. Ich weiß. Tja, dann mach es gut. Du auch. Was ist das? 2 Viagra? Wollen Sie mit Gewalt bei mir landen, geben Sie es auf. So absonderlich ist mein Verlangen nicht. Der Befund. Wer hätte das gedacht? Sie haben tatsächlich ein Herz. Und dazu auch noch eins aus Stahl. Das sieht so aus, als würden Sie uns alle überleben. Der liebe Gott mach uns bewahren. Nur Ihr EEG macht uns Sorgen. Ernsthafte Sorgen. Quatsch. Mit meinem Kopf könnte ich noch Astronaut werden. Herr von Schwitters, ich bin nicht blind. Was wollen Sie damit sagen? Sie haben die Antwort gewusst, oder? Natürlich. Ich weiß. Aber Sie hatten die Frage schon wieder vergessen. Hatte ich recht? Dr. Lutz möchte da gern mit Ihnen überreden. Können Sie morgen um 4 in sein Büro kommen? Ach, das ist doch sowieso für die Katz. Morgen um 4. Ich schreibe Ihnen das auf. Ich kann mir das merken. Wie Sie meinen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Ich hoffe, du kommst, Franziska. 30 Jahre einen Groll im Herzen tragen, ist eine zu lange Zeit und ich habe nicht mehr viel Zeit, dir alles zu erklären. Nicht mehr viel Zeit. Ich bin mir nicht sicher, ob das den Namen Gulasch verdient hat. Ach, jetzt komm, so schlimm ist das jetzt auch wieder nicht. Die Klöße sind ganz okay. Naja, wer Kaugummi macht.
Wie spät ist es denn? Schon nach 7? Wo bleiben die denn? Die wissen doch, dass ich das nicht leiden kann. Punkt 7 war abgemacht. Zu einer guten Fete kommt man nie pünktlich. Von wem ist denn das Geschenk da? Das ist nicht von jemandem, das ist für jemanden. Du machst an deinem eigenen Geburtstag Geschenke? Mhm, aber nur für einen ganz besonderen Gast, Paulinchen. Herr von Schwitters. Panzerkreuzer. Dr. Lutz möchte gern mit Ihnen reden. Was jetzt? Hat es nicht bis morgen Zeit? Meine Gäste können jeden Moment kommen. Ach, das dauert bestimmt nicht lange. Ach so, ja. Apropos, alles Gute. Ich wünsche Ihnen ein gesundes und langes Leben. Im Ernst? Im Ernst? Wieso glaubt er mir nie was? Schnell, er ist weg, ihr könnt kommen. Aua! Ich helfe Ihnen. Wo bleibt denn die Torte? Wir haben gesagt um 7. Ach, der Mann, der macht mich noch verrückt. Ich rede kein Wort mehr mit ihm. Das schwöre ich niemals mehr wieder. Ja, nun mal ganz zu dir. Er wird schon kommen. Also dann, letzte Generalprobe. Gangster, Rapper, Band, Freudenau. Achtung, Drum and Bass. Du, du gar, du. Ludwig Schweders ist der einzig wahre Schwederriederman und jeder möchte gern so reden wie das Ludwig Schweders kennt. Und der Schweders, der sieht aus wie ein Professor. Ein Hey, was soll das? Probt ihr etwa ohne mich? Bist du das Lose? Putz deine Ferngläser, Dinke. Mein Glück, ich hab schon gedacht, dass wir Schwitters, wird mir die ganze Überraschung zum Teufel. Ja, nun beruhig dich endlich, Norbert. Dr. Lutz hat uns versprochen, dass er ihn bis 7:30 festhält. Hast du die Torte? Was glaubst du, was da drin ist? Ein Hut? Und die Kerzen? Was für Kerzen? Doch bloß, du hast die Kerzen vergessen. Haha, reingefallen! So, lass mal sehen. Wow. Oh, die sieht aber gut aus. Das hast du gut gemacht, Lose. Wer hätte das gedacht? Ja, die Größe, die wir hatten, war gar nicht so einfach, da die 70 Kerzen raufzukriegen. Hab dreimal wieder von vorne angefangen. Das hat mich den ganzen Nachmittag gekostet. Wieso 70 Kerzen? Haha, reingefallen, da wieder! Steht doch 75 da drauf, du Dussel. Würdest du da bitte mit aufhören? Ich krieg ja doch einen Herzanfall. Was ist los mit dir in letzter Zeit? Hast du das Saufen angefangen? Nee. Was ich gesoffen habe, keinen Tropfen, mein Sesa. Aber irgendwas ist anders. Da drin, ich weiß nicht, was das ist. Das ist wie ein frischer Wind. Und das Frühjahr. Ich könnte Bäume ausreißen, ich könnte Purzelbäume schlagen, ich könnte Weiber aufs Kreuz legen. Franz Josef. Dummes Zeug, du hast gesoffen. Nee. Den Shampoos gibt das erst, nachdem wir ihm die Torte gegeben haben. Nachdem wir das Lied gesungen haben. Was für ein Lied? Ja, das Lied, das... Och, sing doch einfach das, was wir auch singen. So, wo ist der Shampoos? Wo sind die Gläser? In der Küche. Junge, Junge, einen feinen Tropfen hast du da ausgesucht. Bist nicht geizig gewesen. Was soll das in der Küche? Wir brauchen das hier. Muss ich mich um alles selbst kümmern? Ja. Ach, Norbert, nun lass doch die Buttel im Kühlschrank. Die wird doch bloß warm. Kommt nicht in die Tüte. Nachher stehen wir ohne Shampoos da, wenn Schwitters kommt. So, nun komm, du Dösbaddel. Und keiner krabbelt mir die Torte an, bis ich wieder da bin. Ist das klar? Ja. Ach, Sie hätten die Kerzen bloß mit einem Abstand von 1,57 cm draufsetzen brauchen. Dann kommt das genau hin. Was? Durchmesser mal Pi geteilt durch 75. Hast du das nicht früher sagen können? So, kommst du endlich? Ja, ich habe so ein Giffelwurst. Die beiden
beiden können nicht ohne den anderen nicht. Zuerst habe ich gedacht, die können sich nicht ausstehen, aber das ist gar nicht wahr. Lose und Klinke, die beiden kabbeln sich schon seit Jahren wie ein altes Ehepaar. Ich mach die beiden. Das ist ja toll eben von dir. Das mit den Kerzen, ich meine, wie du das ausgerechnet hast. Oh, Peanuts, eine einfache Aufgabe, das kann sogar meine Tochter. Naja, sagen wir beinahe. Freust du dich auf deine Prüfung? Soll das ein Witz sein? Ich mach mir fast in die Büchs. Bloß noch 17 Stunden, ey, das schaffe ich im Leben nicht. Ach was, das ist ein Klacks für dich. Darf ich dir mal was verraten? Du darfst mir aber nicht böse sein. Ich hätte nie gedacht, dass du so weit kommst. An mich hat noch nie einer geglaubt. Keiner. Bloß Ludwig. Auf jeden Fall bist du gut. Ja, aber bloß bei runden Sachen, bei Torten und bei Rohren. Aber als ich das kapiert habe, kam mir noch das ganze andere Zeugs. Quader, Zylinder, Pyramiden. Sie wissen ja nicht, was es alles gibt. Ach was, du schaffst das. Das spüre ich. Du kannst gar nicht durchfallen. Dazu hast du viel zu viel, wie sagt man das noch heute? Power. Ich und Power? Ja, du platzt doch fast vor Lebensfreude. Das sieht doch ein Blinder. Sie vielleicht. Meine Mutter hat immer gesagt, ich wäre ein Waschlappen. Dabei ist sie selber ein Ei. Der allergrößte, blöde Kuh. Paula. Als ich sie wirklich gebraucht habe, hat sie mich hängen lassen. Und jetzt, wo ihr Macker abgehauen ist, soll ich auf einmal wieder antanzen. Aber die kann mich mal. Genauso wie Mike, der Idiot. Die können mich alle mal. Ein Pet in Moors und sonst kriegen die gar nichts. Weil Paula packt das nämlich ganz allein. Wenn ich die Rohre und die Pyramiden schaffe, dann kann ich alles schaffen. Glaub mir, die Rohre und die Pyramiden sind das Einfachste. Sag mal, willst du dich eigentlich gar nicht mal wieder verlieben? Ich? Nee, wieso denn? Die Macker wollen doch so und so immer nur das eine. Gibt es denn gar keinen, den du leiden machst? Nicht einen? Nee, keinen. Na komm, raus damit. Nee, da ist nix. Na, nun sag schon, unter Frauen. Im Unterricht ist einer, der ist ganz nett. Alex, aber bloß auf den ersten Blick. Na, dann würde ich ja noch einen Blick riskieren. Bloß, um auf Nummer sicher zu gehen. Nee, kommt nicht in die Tüte, da wird nichts draus. Da bin ich viel zu alt für. Im Ernst. Ich meine, wenn da so einer wäre wie Ludwig, sagen wir 50 Jahre jünger, dann könnten wir drüber reden. Einer, der dich nach oben zieht und nicht runter. Aber die anderen, ey, die können mich kreuzweise. Und Ludwig ist nun mal leider zu alt für mich. Oh, tut mir leid. Was? Naja, ich weiß doch, dass... Ich bin ja nicht blind. Hey, er macht sie auch, das weiß ich. Er sagt, sie sind knackig. Er hat knackig gesagt. Ja, er sagt, sie haben süßen, knackigen Hintern, wie eine Tomate. Oh Gott, habe ich diesen Mann gern. Sehen Sie, wir stehen auf dieselben Männer. Kommen Sie mir bloß nicht in die Quere. Paula, du bist ein Schatz. Sag Elisabeth zu mir. Gern, Elisabeth. Paula, sag mal, wieso schmeißt ihr nicht die Klamotten zusammen? Im Ernst? Wieso denn nicht? Ludwig wäre doch der Mann für dich, perfekt. Weil wenn ich was hab, dann ist das ein Radar für Idioten. Aber auf Ludwig kannst du dich hundertprozentig verlassen. Warum bist du dir so sicher? Weil ich ohne ihn nie so weit gekommen wäre. Und mich konnte er nicht mal ausstehen. Er hat dich sehr gerne, Paula. Du hast ja keine Ahnung. Du bist für ihn fast sowas wie... Wie eine Tochter? Das wolltest du doch sagen, oder? Paula, du bist wirklich ein Dern zum Liebhaben. Die liebste Dern, die ich kenne. Aber die Menschen machen Fehler. Sogar die, von denen du das nicht erwartet hast. Von wem redest du? Ach, nichts. Das erzähle ich dir ein anderes Mal. Nee, Elisabeth, so geht das nicht. Sowas kann ich nicht ab. Nicht heute. Ein anderes Mal. Jetzt komm schon. Also gut. Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass Ludwig seine Frau und seine Tochter wegen einer anderen Frau verlassen hat? Gerade in dem Moment, als sie ihn am nötigsten gebraucht haben. So wie dein Mike und deine Mutter dich haben hängen lassen. Dann würde ich dir das nicht glauben. Das würde Ludwig nicht machen.
Ludwig ist von einem Tag auf den anderen mit einer anderen Frau durchgebrannt. Eine junge Lehrerin, die bei ihm gearbeitet hat. Aber das ist schon lange her. Das glaube ich dir nicht. Ich erkenne Vollidioten, wenn ich einen sehe. Und Ludwig ist keiner, aber 100%. Ludwig hat das ganze Familienvermögen von 500 Jahren in ein paar Jahren verprasst, verspielt und versoffen. Nee. Ludwig ist seit 30 Jahren bankrott. Er ist nie wieder nach Hause zurückgekommen. Er hat sich geschämt. Seine Inge, die hat ihn so geliebt, bis zuletzt, bis zum Schluss. Eines Tages hat ihr Herz einfach aufgehört zu schlagen, ohne dass sie vorher ein Wort miteinander gesprochen haben. Sie war 60. Ich will das nicht hören. Seine Tochter Franziska hat er seit Jahren nicht mehr gesehen. Aber er hat ihr eine Einladung geschickt. Ich habe die Karte ja selber zur Post gebracht. Da liegt ein Geschenk für sie drin. Sie wird nicht kommen. Sie ist noch nie gekommen. Paula, er hat nicht mehr viele Jahre. Glaub mir, du bist die letzte Chance, die er hat, dass er noch wieder was gut machen kann. Erst war das Jürgen und nun bist du das. Wieso machst du ihn schlecht? Ich mache ihn nicht schlecht. Ich liebe ihn. Er kommt anmarschiert. Da, was habe ich gesagt? Die ganze Überraschung ist zum Teufel. Schnell, Paula, steck die Kerzen an. Lisbeth, mach die Musik an. Du musst dich bitte um alles selbst kümmern. Der Knallcreme hat es aber in sich. Wer hätte das gedacht, Lose? Du bist ja ein grandioser Tänzer. Und du führst gar nicht mal so schlecht für den Anfang. Ja. Wo hast du denn das gelernt? In den 50ern war ich sogar mal Bezirksmeister. Du machst Witze. Nee, die Weiber sind mir bloß so zugeflogen. Ich hatte eine rothaarige, eine schwarze und obendrein noch eine flachsblonde. Und wenn die rothaarige, die schwarze und die blonde keine Zeit hatten, dann kam die braune Marianne an die Reihe. Warum hast du uns das nie gesagt? Und warum machst du beim Seniorentanz nicht mit? Mit diesen Amateuren? Von heute bis du verdonnerst. Du gibst uns Unterricht. Tut mir leid, aber ich sehe keinerlei Talent. Einen einfachen Fuchs, so den kann ich euch vielleicht noch beibringen, aber alles andere wäre für die Katze. Tanzunterricht bei Lose, das ist das Ende der Welt. Nee, das ist erst der Anfang, Ludwig. Ich meine, Schwitters. Ich meine, von Schwitters. Also hört mal zu, Leute, ja, von heute an heißt es Ludwig und zwar für jeden von euch. Ihr könnt euch meinen Namen sowieso nicht mehr. Komm, wir trinken noch einen drauf. Ja. Ja, denn auf dich, Ludwig. Wir trinken auf unser lebendiges Konversationslexikon. Ja, auf Ludwig. Auf Ludwig. Zum Wohl. Mmh. Atmontos Annos. Was? Abitur an der Abendschule 1964. Ich pack das nicht, ey. Auch wenn ich mir gerade eben die Rohre, Torten und Pyramiden weggeknallt habe. Das hat richtig gut getan. Im Gegenteil, du sind die da oben erst recht eingewachsen. Also, Jungs und Derns, wie sieht's aus? Are you ready to rumble? Let's go! All teeth ready to rumble! Oh. Was passiert denn jetzt? Was? Gangster-Rapper werden Freudenau. Achtung! Mein lieber Schwitters, lieber Ludwig, wir haben das nur eingesehen
Ohne dich ist das Leben man bloß halb so schön. Und darum singen nun Norbert, Elisabeth, Paula und Franz Sepp zu deinem Geburtstag einen Rap. Okay, Brothers and Sisters, drop and bass. Du, du ga, du, du ga, du, du ga, du, du ga. Ludwig Schweders ist der einzig wahre Schweder, jeder Mann und jeder möchte gern so reden wie das Ludwig Schweders kennt. Und der Schweders, der sieht aus wie ein Professor, ein Genie, denn er weiß auch wie. Du rechnen kannst mit dem alten Piet. Check it out, Schweder Baby, check it out, man. Er ist klug, Schweder Baby, er ist klug, man. Wie so ein Buch, Schweder Baby, wie so ein Buch, man. Er ist der beste Kleber, Schweder Reger, Superman. Du, du ga, du. Diese Welt ist voller Rätsel, nix ist sicher, nix als Fragen. Nur der Schweders kann dir immer Antwort geben auf die Fragen. Hohe Berge, alte Opern, wo ist der König hier geboren? Jeder Schweder haut dir alles mit dem Grietsche um der Ohr. Check it out, Schweder, Baby, check it out, man. Wir sind dein Fan, Baby, wir sind dein Fan. Du bist mein Man, Schweder, du bist mein Man. Er ist der beste Glieder, Schweder, Ritter, Superman. Du, du Gott, du. Tausendmal hat Schweder Baby nur den Schnee schon schmelzen sehen. Tausendmal hat Räder Schweder gelbe Blätter fallen sehen. Tausendmal hat er die Kerzen auf dem Kuchen ausgeblasen. Hunderttausendmal sich umgedreht. Nach den mega scharfen Hasen. Check it out, Schweder Baby, check it out, man. Sing it laut, Schweder Baby, so wird's weitergehen. Noch mit 100 Jahren wollen wir dich rädern sehen. Denn du bist und bleibst der beste Glieder, Schweder, Räder, Paula, Dittmar, Baby, Sitter. Na, was sagst du nu? Ja, also. Was soll ich dazu sagen? Also, liebe Freunde, ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll und womit ich das alles verdient habe. Und ich danke euch von Herzen für dieses wunderbare Fest und all die Geschenke. Und sogar von Schwester Isolde habe ich was bekommen. Eine Miniatur von dem Panzerkreuzer Potemkin. Bloß schade, dass Franziska nicht kommen konnte, aber naja. Vielleicht klappt das ja ein andermal, ne? Ja, Freunde, ihr wisst ja, man soll immer dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Und ich denke, schöner als in diesem Augenblick. Schöner als in diesem Augenblick kann es in meinem Leben nicht mehr werden. Und deshalb denke ich, das ist das Beste, wir gehen alle zu Bett. Ha? Was schon jetzt? Du machst Witze. In die Haie, das ist doch nicht dein Ernst. Ach was, wir feiern weiter. Ich zeig euch, wie der Twist geht. Ja. Nächsten Sonntag beim Seniorentanz. Ha? Und vergesst nicht, Paula hat morgen einen ganz, ganz schweren Tag. Oh, ja. Und ich bin auch ganz benusselt von dem vielen Champagner. Also ab in die Federn, wir sehen uns Sonntag. Frisch und munter beim Trivial Pursuit. Ja, ja, denn von mir aus, wenn du meinst. Aber da könnt ihr euch warm anziehen. Ich spiele euch unter den Tisch. Na, der Mann, gute Nacht, Ludwig, und vielen Dank für das schöne Fest. Ich danke dir. Ich habe mich schon lange nicht mehr so amüsiert. Ja, das war wunderbar. Besser als bei Pötzmanns 95. Na, dann komm mal. Ja. Schlaf gut. Du auch. Alles Gute zum Geburtstag, Ludwig. Ich danke dir. Und danke nochmal für alles. Ist alles in Ordnung mit dir? Ja, ja, alles bestens. Und vergiss nicht, morgen Vormittag werde ich ganz fest für dich die Daumen drücken. Bist du sicher, dass ich das ohne dich kann? Ganz sicher. Du brauchst mich nicht mehr. 100% null Titanic. Und das nächste Mal trinken wir auf dich.
Ich hätte wissen müssen, dass du nicht kommst. Auch wenn ich das Gegenteil gehofft hatte. Naja, du hast eben meinen Dickkopf geerbt. Dann soll es wohl so sein. Diese Tonbänder erzählen dir die Geschichte meines Lebens. Sie entschuldigen nichts. Sie rechtfertigen nichts. Aber sie können dir vieles erklären. Es liegt an dir, ob du sie dir eines Tages anhören wirst. Meine süße kleine Franziska. Ich wünsche dir alles Liebe. Tja, das war's dann wohl. Oder wie Renate sagen würde, wenn du einen halben Meter tief im Asphalt liegst, brauchst du den Fallschirm nicht mehr aufmachen. Teufel ist denn bloß los? Ludwig, so liebe Zeit, was ist? Ich hab doch gewusst, dass da was nicht stimmt. Nee, ist alles in Ordnung. Ist ganz okay. Geh nach Haus. Bleib ganz ruhig sitzen. Ich bin gleich wieder zurück, ja? Hörst du, geh nach Haus. Schwester Isolde! Schnell, rufen Sie Dr. Lutz und einen Krankenwagen! Jetzt stehen Sie nicht so dusselig da, holen Sie den Doktor, Mensch! Sie ist einfach nicht gekommen. Nicht mal abgesagt hat sie. Psst, du sollst jetzt nicht reden. Das kommt alles wieder in Ordnung, Ludwig. Das wird alles wieder gut. Es ist zu spät. Nichts ist zu spät, hörst du? Du wirst jetzt kämpfen. So, wie sich das für einen Ritter gehört. So, wie du mir das beigebracht hast. Kämpfen? Wo bleibt denn der dösige Krankenwagen? Kämpfen? Wofür? Ich finde ja nicht mal mehr den Weg zum Kiosk. Nee. Jetzt ist genug. Du darfst jetzt nicht aufgeben, hörst du? Ich brauch dich noch. Ich brauch dich. Es ist spät. Alles zu spät. Wer landete 1962 ein Hit mit der Sauerkrautpolka? Was? Die Sauerkrautpolka. Wer hat die gesungen? Weiß ich nicht. Viktor Tojani. Verkehrt. Remsi, das Holland, Peter Kraus. Gus Backus. Ja. Willst du den Stein? Von mir aus, wie du willst. Was ist los mit dir? Bist du mit dem falschen Fuß aufgestanden? Hier, vielleicht ziehst du dein anderes Gesicht. Du bist an der Reihe. Elisabeth. Was? Ja. Och, das ist mein Stein. Och, Kinders, ihr müsst euch ein bisschen konzentrieren. Er fehlt mir doch auch. Aber was nützt das, wenn wir hier alle betrüppelt rumsitzen? Das Leben geht doch weiter. Gib doch zu, das ist nicht dasselbe. Wozu spielen wir hier überhaupt? Ich verliere lieber gegen Schmitters, als dass ich gegen euch gewinne. Ach, ihr seid doch jetzt mal... Ihr werdet euch jetzt mal zusammenreißen, verdammt noch mal zu. Wir spielen weiter, bis er wiederkommt. Er kommt doch wieder. Was haben Sie denn gesagt? Ja, gar nichts. Sie geben mir überhaupt keine Auskunft. Bloß an die Familie. An seine Tochter? Na, Prost Mahlzeit. Wenn das nach der sturen Kuh geht, dann können Sie mal gleich einäschern. Dr. Lutz hat gesagt, Sie werden ihm noch ein bisschen da behalten. Na, das hält er nicht durch, das sage ich euch. Also... So ein Kollaps, das kann er überleben. Man, von morgens bis abends Krankenschwestern, das bringt ihn um. Also nur mal langsam, ja? Vielleicht war das auch gar kein Kollaps. Vielleicht war das sogar ein Infarkt. Dann wirst du aber endlich damit aufhören. Dann kommt hinterher die große Reha und dann der große Psychologen-Sheet. Als Kind Ärger mit dem Vater gehabt, nicht genug mit seinem Pimmel gespielt. Zu viel Fliegen über der Kinderwiege und das Beste zum Schluss.
Familientherapie mit seiner Tochter, der blöden Kuh. Na, Prost, Mahlzeit. Wie kannst du bloß? Herr von Schwitters, bleiben Sie auf der Stelle stehen! Auf der Stelle! Oh. Ich hab doch schon mal gesagt, ich will das vermaledeite Bett nicht. Ha. Zum Ersten ist es steinhart und zum Zweiten habe ich mein eigenes Bett. Das ist mir vollkommen egal. Anklopfen, Panzerkreuzer, anklopfen. Sie legen sich da nun wieder hin und zwar auf der Stelle. Die Klinik hat gesagt, Sie haben wenigstens für 2 Wochen Bettruhe, verdammt nochmal. Ich kann nicht mehr. Mein Allerwertester macht das nicht mehr mit. Nun seien Sie doch barmherzig. Wir sind ja nicht alle so gut gepolstert wie Sie. Also bitte, wie Sie wollen. Wenn Sie Ihren 76. nicht mehr erleben wollen, bitte, dann machen Sie ruhig so weiter. Aber ich übernehme dann keine Verantwortung mehr für Sie. Mein lieber Panzerkreuzer, das weiß ich wirklich zu schätzen. Stuerkopf! Hört sich an, als würde sie einen Kollaps kriegen. Was macht ihr denn hier? Und wer hat euch reingelassen? Ach, ich verstehe. Mhm. Der Streit um mein Zimmer geht jetzt schon los. Aber so schnell trete ich nicht ab. Das war erst die Generalprobe. Ach, Ludwig. Na, sowas. Wie kann das denn angehen? Sag mal, was ist denn hier eigentlich los? Ihr seht ja aus, als kommt ihr von eurer eigenen Beerdigung. Du bist ja allerbestens auf den Damm. Ja, entschuldige bitte, Franz Josef, aber du wirst bestimmt noch ein anderes Zimmer finden. Du, der Wehmeier über mir, der macht das ganz bestimmt nicht mehr lange. Ja, wir machen uns hier Sorgen um dich und du. Du spazierst hier rein, das wäre überhaupt nicht passiert. Du hättest ja zumindest anrufen können. Wir haben gedacht, du hast einen Kreislaufkollaps. Was ist das hier? Ein Tribunal? Ich hatte eine Kreislaufschwäche. Seid ihr nun zufrieden? Wieso bloß eine Schwäche? Was denn, was denn? Kein Kollaps? Entschuldigt bitte, dass ich noch lebe, aber da seid ihr selbst schuld dran. Mhm. Euer Champagner war gut für meine Adern. Er hat sie erweitert und hat mich stabilisiert. Wenn wir auf diese Prohibitionistin gehört hätten, wären wir schon lange tot. Was denn für ein Champagner? Ja, von was für einem Champagner sprichst du denn? Sag mal, bist du schon wieder nicht mehr ganz hier? Tickst du nicht richtig euer Champagner? Weißt du, was von Champagner trinke? Ich? Ich weiß noch nicht mal, wie Champagner geschrieben wird. Ja, früher hat man das mit CH geschrieben, heute mit ja, CH. Also nur hört mal auf mit dem Mumpitz. Ja? Ihr habt mir das Leben gerettet. Versteht ihr das denn nicht? Das ist gut, wieder zu Hause zu sein. Ihr habt mir gefehlt. Ach, du uns auch, Ludwig. Herzlich willkommen. Bild dir mal bloß nichts ein. Wir hatten das auch ganz gemütlich ohne dich. Nun hör mal zu, du alter Schaffner, dir hat der Streit doch auch gefehlt, oder? Ich kann dich immer noch nicht ertragen, du Monster zum Liebhaben. Aber studiert. Und apropos studiert, war Paula schon hier? Nee, wollte sie denn kommen? Ja, sie hat mich doch aus dem Krankenhaus abgeholt. Sie wollte nur noch kurz nach Haus, um etwas zu holen. Aber ach, was soll denn da... Wenn Paula nicht gewesen wäre, wäre ich aus dem Bunker da wahrscheinlich nie wieder rausgekommen. Sie haben Paula zu dir gelassen? Nicht nur sie. Mhm. Sieht so aus, als müsste man dem Tod erst von der Schippe hopsen, damit die eigenen Kinder einen besuchen kommen. Franziska war bei dir. Ja, aber erst nachdem Paula eine Viertelstunde auf sie eingebölkt hatte. Franziska ist eine wunderschöne Frau geworden. Sie hat 2 Kinder. Vielleicht kommen die ja mal vorbei. Das ist gut, Ludwig. Das ist sehr gut. Ich kann das nicht, Ludwig. Ich kann das einfach nicht. Ich habe gedacht, wenn ihr mit dabei seid, dann schaffe ich das vielleicht. Aber ich schmeiß das einfach weg, okay? Und wir vergessen das Ganze. Ach, mach das schon auf, ja? Wie lange schleppt denn das schon mit dir rum? Ich weiß nicht, 4 Tage? Nee, 5. Was ist das denn? Die Prüfungsergebnisse. Ich weiß sowieso, was da drin steht. Also was soll's? Ich schmeiß das einfach weg. Nun mach schon auf, du Bangböck. Los, aufmachen, aufmachen. Die drücken dir die Daumen. Du liebe Zeit, ich bin ja noch grimmiger als du. Okay, okay. Ich mach das auf. Aber nicht gucken, ja? Versprochen? Nee. Ja. Und wenn ich tot umfalle, dann seid ihr schuld. Und? Na? Lies schon vor. Eine 3. Eine 3? Das kann doch nicht angehen. Du warst so gut. Zeig mal her. Tatsächlich, eine 3. Eine 3? Ich hatte noch nie eine 3. Paula Detmar hat eine 3 in Mathe, das gibt das doch gar nicht. Und das war erst die erste Prüfung.
werdet das sehen, noch viel besser. Pi, 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 ich vergesse dich nie, nie. Hör zu, Ritter-Man. Von jetzt an wirst du das Memantin schlucken. Und zwar dann, wenn Schwester Isolde dir das sagt, ist das klar. Ohne deine Festplatte da oben schaffe ich das nicht. Ja, 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 obwohl ich das nicht brauche, ja. Ich mach das nur ihr zuliebe, ja. Memantin. Mit 3 in Mathe, ey, ich pack das nicht. Alex hat 4. Alex? Na, der aus dem Kurs. Aha, der zweite Blick. Alles rein geschäftlich. Wir gründen nämlich eine Rap-Band. Alex ist ein super Drummer. Und wisst ihr, wie wir uns nennen? Freudenau. Das ist toll. Darf ich mitmachen? Du kannst uns die Choreografie beibringen, Franz Josef. Oh ja! Ja, die Choreografie. Ich krieg die Motten, ey. 3 in Mathe. Das muss ich sofort Renate erzählen. Dann müssen wir einen drauf trinken. Die Blutgefäße weitermachen. Das kann Leben retten. Ritter-Man, wir sehen uns nächste Woche. Ja. Oh, kannst du diese dösigen Gleichungen? Ich habe nämlich keinen blassen Schimmer. Also, 2 Eisenbahnen fahren aus dem Bahnhof. Die eine 7:30, die andere 8:15. Die 8:15 fährt 140, die andere 170. Wann überholt die eine die andere? So ein Stuss, ey. Seit wann können Eisenbahnen überholen? Und wer braucht so einen Kram überhaupt? Wer die Lokführer? Paula, vergiss nicht das Geld für... den nächsten Samstag. Du bist eingeladen. Oh. Was willst du denn, Ritter-Man? Wo dir der Sinn nachsteht? Im Ernst? Mhm. Oh, très charmant, mein Burgfräulein. Ja, dann ein Chateaubriand mit Sauce Bernaise, frischem Gemüse und eine Flasche Bordeaux. Bitte? Ja, das ist... gut für meine Adern. Ja, aber Sie wissen doch ganz genau, was Dr. Lutz gesagt hat. Ja, 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 ja. Und geben Sie mir bitte keine guten Ratschläge, ja? Jahrgang 2000, bitte. Gewohnt. Aber Sie sind auf Schonkost. Also was jetzt? Darf er oder darf er nicht? Ach, machen Sie doch, was Sie wollen. Ja, genau das hatte ich auch vor. Und das Erste, was ich mache, ist, dass ich heute Nachmittag mit einer wunderbaren Frau Foxtrott tanze. Tanze? Haben Sie eben tanzen gesagt? Ja, das wird ja ein ganz sinniger Foxtrott. Und außerdem, uns geht es wieder gut. Lassen Sie sie, die können sowieso kein Foxtrott. Wenn Madame noch mit mir tanzen will? Mais avec grand plaisir, Monsieur. Ja, aber... Ach... Macht doch, was ihr wollt. So, und ihr spielt hier ohne mich, ja? In meinem Zimmer. Das nennt man wahre Freunde. Ich gebe das nicht gern zu, aber das blöde Spiel macht keinen Spaß ohne dich. Aber ich habe schon wieder gewonnen. Ja. Sag mal, Ludwig, weißt du, wer die Sauerkrautpolka gesungen hat? Gus Backus, 1962, 4 Monate in der Hitliste, Februar bis Mai. Oh. So ein verdammter Snob. Mit einem Bein im Grab und spielt hier wieder der Oberlehrer. Also hör zu, Bahnhofsvorsteher. Nächste Woche werde ich dir wieder beweisen, was eine Hake ist. So, und jetzt raus mit euch. Ich brauche meine Bettruhe. Und Elisabeth, wir sehen uns 5:05 beim Senioren. Ja! Und ich zeige euch den Twist. Twist, Twist, Twist again! Ja! Kannst du ihr das vorbeibringen? Nur für den Fall, dass sie... Sie wird kommen, Ludwig. Das ja? Weiß ich. Danke. Danke, 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 danke. Ich danke dir. Wer hätte gedacht, dass ein Gör das rappen kann und glaubt, dass ein Würfel 8 Seiten hat, dass die mich mal wieder ins Leben zurückbringt? Weißt du was? Das nächste Mal bringe ich meine Tochter mit. Sie soll einen richtigen Opa kriegen. Wunderbar. Also, wir sehen uns am kommenden Sonntag. Ja. Und vergiss meine Zeitung nicht. Ja. Ja. Die Times, Zeit, El Pais wie heißt es? Le Figaro. Ludwig von Schwitters, es geht bergauf.